Ja, Jürgen, leider nach 6-3, 5-3 Führung auch noch das letzte Einzel verloren gegangen. Muss man sagen, das ist fast irgendwo der passende Abschluss zu einem völlig verpatzten Wochenende war. Ja, die Woche ist natürlich überhaupt nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und vielleicht das heutige Einzel hat man gesehen, dass der dann sich ganz gut noch hinausgespielt hat aus dieser ganzen Partie. Und wie gesagt, sicherlich nicht einfach, so einen Dead Rubber zu spielen. Aber die Woche war natürlich alles andere als es ist so verlaufen, als wir das uns gewünscht haben. Das kann man so sagen, zuerst der Ausfall von Alex Payer und jetzt zu guter Letzt ist eigentlich mittlerweile jeder, auch Julian Knoll mit der Achillessehne, im Team bedient. Hätte irgendwas die Woche noch unglücklicher laufen können? Ah, viel nicht. Also im Endeffekt ist natürlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen hat können. Und wir haben einfach ein Team gehabt, das sich von Tag zu Tag irgendwie dezimiert hat. Und da ist es dann auch schwierig, gegen solche starken Holländer zu bestehen. Muss man dann fast schon froh sein, dass nur Andreas Heidemacher noch die Schläger gestohlen worden sind, oder wie? Ja, nein, also das, wie gesagt, da kann man jetzt, ist jetzt eine Sache, das kann passieren, ist natürlich schlecht und schade, aber die gestohlenen Schläger waren unser kleinstes Problem. Ja. Auch von dir persönlich, du hast Schulterprobleme gehabt. Wie riskant war es für dich, da jetzt noch einzulaufen? Ja, war natürlich nicht angenehm, aber wie gesagt, es muss irgendjemand muss spielen. Und von dem her war es mit meiner Schulter, glaube ich, das Einfachste, einfach sehr, sehr viel rauszunehmen beim Aufschlag und dann versuchen von hinten zu spielen. Hat eigentlich ganz gut geklappt eine Zeit lang, aber auf Dauer ist das natürlich nicht unbedingt zielführend. Natürlich gibt es jetzt wieder Stimmen, die sagen, am Samstag kann er nicht spielen und am Sonntag dann plötzlich doch. Wie schlimm war das am Samstag? Ich meine, wer heute zugeschaut hat, hat gesehen, wie ich serviert habe. Und muss man dann einfach die Intelligenzfrage auch stellen. Wie willst du jetzt die Probleme mit der Schulter, die du ja doch schon seit Wimbledon hast, wie willst du die jetzt in den Griff kriegen? Ja, es ist natürlich, mein, auf Sand 5, 4 Stunden zu spielen mit den schweren Bällen, das wird jetzt in den nächsten Wochen nicht vorkommen. Von dem her brauche ich einfach auch die Zeit, jetzt die nächsten paar Tage ein bisschen auszuspannen, nicht zu spielen, das wieder hinzukriegen. Und wenn es dann über Best of Three geht, glaube ich, ist es einfacher. Allzu viel Zeit bleibt da eh nicht zum Ausspannen. Nächste Woche geht es schon nach Asien. Ne? So ist es. Wie schaut dein Programm der nächsten Tage aus? Die nächsten Tage sind einfach ja, entspannen, massieren, Therapie und am Donnerstag geht es dann nach Asien. Okay. Mit Carlo Blanco haben wir gehört in der Pressekonferenz bereits, hast du vereinbart, bis Ende der Saison mal. Genau so sieht das aus. Wir haben die restlichen Turniere der Saison, werden wir gemeinsam bestreiten und dann uns zusammensetzen. Wahrscheinlich schon in Wien und dann über das nächste Jahr sprechen. Danke dir.